Heute großes Treffen mit den Anrainerkommunen. Es geht um die Bahnstrecke Cottbus-Lübbenau, den Ausbau. Wir haben es gehört, es sollen Strukturmittel fließen und so weiter. Es soll jetzt angepackt werden. Stand jetzt, wo befinden wir uns denn überhaupt? Wir befinden uns mit dem Projekt in der Leistungsphase 3 und 4, das heißt in der Genehmigungsplanung. Das ist schon ein relativ weit fortgeschrittener Planungsstand. Da sind schon viele Arbeiten erledigt. Und jetzt kommt es eben darauf an, dass man auf die Kommunen zugeht, auf die Anlieger und auf die Behörden bei den Landkreisen, damit man gemeinsam das Projekt positiv begleitet, damit wir schnell in die Umsetzung kommen. Und was waren das heute für Themen? Sie haben ja heute schon mit einigen Kommunen gesprochen. Eben gerade diese Begleitung. Welche Planungen haben die Kommunen? Wie können die Landkreise mit den Umweltbehörden und mit den Wasserbehörden helfen, dass man die Belange, die man einbringen muss, jetzt einbringt, bereits in die Planung und nicht erst in das Genehmigungsverfahren? Das waren wichtige Themen. Und wir haben zudem natürlich die Beseitigung des Bahnüberganges in Kolkwitz noch auf der Agenda. Das ist eine Maßnahme, die jetzt schnell in der Planung nachgezogen werden muss. Und als zweites ein Anschlussgleis für die Schälmühle der Gebrüder Kümmel hier in Fettschau, was auch sehr schnell in die Planung gebracht werden muss. Das wäre meine Frage gewesen, was ist denn in Kolkwitz, dass man sagen muss, das muss weg? In Kolkwitz haben wir eine Landesstraße, die L49, die bereits jetzt mit sehr vielen Fahrzeugen belegt ist. Wir wollen dann, wenn wir den Ausbau, den zweigleisigen Ausbau haben, ja auch mehr Züge auf die Schiene bringen. Das heißt, wir hätten größere Schrankenschließzeiten und das kommt dann in Konflikt. Außerdem wollen wir das TIP anbinden oder den TIP, den Technologie- und Industriepark in Cottbus. Auch dort würde es zusätzliche Verkehre geben. Das wollen wir sinnvoll zusammenführen und das geht am besten mit einer Beseitigung des Bahnübergangs an dieser Stelle. Aber wie der beseitigt wird, also ob Unterführung, ob woanders, das ist, steht noch in Frage. Das steht jetzt, das wird jetzt geplant. Wir sind ja in einer sehr frühen Leistungsphase, deswegen ist es so wichtig, dass die dafür erforderlichen Entscheidungen jetzt schnell getroffen werden, damit uns dieser Bestandteil des Projektes dann nicht die Zeitschiene kippt. Sie haben es angesprochen, Leistungsphase jetzt noch. Wie ist jetzt der weitere Großplan? Es geht ja dann Planverfahren und so weiter. Ausschreibungen müssen geschehen und Bauzeit natürlich. Wie ist da der grobe Ablauf? Wir wollen 2021 in die Planfeststellung gehen. Die Planfeststellung dauert etwa 2 bis 3 Jahre. Das kommt immer darauf an, wie viele Belange da noch eingebracht werden und wie gut man vorbereitet ist. Das würde bedeuten, dass wir Ende 2023 Baurecht haben und dann nach der Ausführungsplanung und nach der Ausschreibung in 2025 mit dem Bau beginnen könnten. Und dann anvisiertes Ziel 27, habe ich gelesen. Das anvisierte Ziel ist dann 27 in der Eröffnung. Es hängt von der Bautechnologie ab. Das ist heute auch diskutiert worden. Bauen wir unter Teilsperrung oder bauen wir unter Vollsperrung? Die Vertreter der Bahn sagen, dass unter Vollsperrung Bauen schneller geht. Das haben wir heute das erste Mal mit den Kommunen besprochen. Dazu werden wir uns in den nächsten Wochen und Monaten noch beraten und werden das dann entscheiden und natürlich dann auch hier in der Region weiter informieren. Und die Frage muss noch sein, weil wir perspektivisch denken, es ist ja ICE immer wieder im Gespräch gewesen, ist man denn mit diesem Ausbau auch bereit, ICE auf die Strecke zu bringen und gerade vielleicht diesen Traum Breslau anzubinden? Wir wollen Fernverkehr auf diese Strecke bringen, wir bleiben da auch dran. Ich möchte einen Fernverkehr von Cottbus von Berlin über Cottbus nach Breslau auf diese Strecke bringen. Da diskutieren wir mit der Bahn drüber, aber der zweigleisige Ausbau ist da die Voraussetzung dafür. Also jetzt 160 km/h und dann könnte man erweitern. Genau, ich denke, man muss das schrittweise machen. Es hätte jetzt auch keinen Sinn gemacht, über einen Ausbau auf 200 Kilometer zu philosophieren und dann noch sehr viel Zeit bei der Ausführung zu verlieren.